Wünsche einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum letzten Webinar hier in 2018 bei FX Flat. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto und wir haben heute das große Finale, natürlich aber auch mit einem Highlight, und zwar Forex-Screener, Echtzeit-Screening der Märkte, unser neuestes Angebot bei FX Flat. Und das Ganze wird dann heute auch vorgestellt mit dem, ja, Verantwortlichen dafür, David Warnig, kennen Sie bestimmt auch in Verbindung mit AlgoCamp. Aber ich denke, der David wird sich auch gleich auch nochmal kurz vorstellen. Bevor ich aber den Bildschirm übergebe, habe ich noch eine ganz kurze Frage, ob das Bild gut zu erkennen ist, denn ich habe hier eine Rückmeldung, dass kein Bild da sein soll. Ist das so der Fall? Ist alles okay? Wunderbar, prima. Vielen Dank. Dann bitte ich den Teilnehmer nochmal ganz kurz, sich neu anzumelden. Scheint ansonsten alles zu klappen. Und ich mache mal weiter, wo ich eben aufgehört habe. Und zwar, nichtsdestotrotz müssen wir auch heute den Risikohinweis kurz lesen und zur Kenntnis nehmen. Bitte entsprechend das Webinar heute nicht als Empfehlung verstehen, und diese Veranstaltung hier dient nur zu Schulungszwecken. Sie sollen lediglich Informationen entsprechend aufnehmen, und ja, wenn Sie was davon mitnehmen können, umso besser. Am Ende müssen Sie aber Ihre eigene Entscheidung treffen, ganz wichtig. Und ich möchte Ihnen aber auch schon mal ganz kurz zeigen auf der Webseite bei uns und natürlich auch bei Forex Screener, wo Sie erste Informationen zum Forex Screener bekommen. Ich möchte hier nichts vorwegnehmen, aber nur, dass Sie es schon mal gesehen haben. Bei uns auf der Webseite sehen Sie ja direkt schon, auf der Hauptseite haben wir hier einen Slider, der auf den Forex Screener hinweist. Und dann entsprechend finden Sie hier ein paar weitere Informationen. Die Links werde ich gleich in den Chat kopieren und selbstverständlich auch die Forex Screener Seite. Aber dazu wird David gleich im Anschluss noch was dazu sagen. Und da begrüße ich David auch recht herzlich. Wünsche auch einen schönen Abend, David, und schön, dass du mit uns das Webinar heute hier machst. Wie immer freue ich mich, mit dir hier die Veranstaltung zu machen. Ich übergebe gerne den Bildschirm und wünsche allen viel Spaß. Oh. Also den Bildschirm kann ich sehen, aber leider war es nur ganz kurz zu hören, jetzt nicht mehr. Ich hoffe. Also mich können Sie noch hören, ja? Vielleicht ganz kurzes Feedback, nicht, dass wir wieder Probleme mit der Software haben. Das wäre schade. Also ich bin noch zu hören, okay. Gut, dann David, dann schau mal. Vielleicht soll ich vielleicht noch mal ganz kurz den Bildschirm übernehmen. Und dann können wir noch mal zu dir rüberschalten. Mal gucken. So. Mein Bildschirm sollte jetzt wieder zu sehen sein. Dann David, gib mir ein ganz kurzes Zeichen. Du hörst mich auch? Jetzt höre ich dich. Okay, gut. Jetzt höre ich dich. Dann versuchen wir es nochmal. Alles klar. Ich übergebe nochmal den Bildschirm. So, ich nehme nochmal den richtigen Bildschirm und sollte man. Tatsächlich leider nein. Das hatte gut angefangen, aber jetzt bist du wieder nicht Nicht. zu hören. Also immer wieder abgehakt. Also aktuell hören wir dich nicht. Sehen und hören. Okay, also der David meldet sich jetzt nochmal ganz kurz an. Solange schalte ich nochmal auf meinen Bildschirm und beantworte aber auch gerne schon mal die erste Frage, wenn ich das richtig sehe. Also die Frage ist, ob man direkt über FX Flat in den Screener reinkommt. Ja, wir haben auch da den Login
Link. Dann können Sie, kommen Sie direkt dann entsprechend in die richtige Maske. Jetzt mache ich David nochmal zum Organisator und hoffen, dass dann alles soweit dann besser klappt. So, David. Ich habe dich jetzt zum Organisator genannt, aber. Scheint leider noch nicht zu klappen. So. Okay, Ja. jetzt bist du zu hören. Jetzt hört man mich. Jetzt höre ich dich zumindest, ja. Okay, dann fehlt nur noch das Bild. Okay, dann probieren wir das nochmal. Okay, dann kommt jetzt das Bild. Und ist jetzt beides noch da? Du bist noch zu hören, ja. Ah, traumhaft. Und das Bild sieht man auch noch. Das ist richtig. Sehr schön. Super. Ja, wolltest du ein bisschen spannend machen. Ist in Ordnung. Ja, für das Finale kann man sich das mal erlauben. Ja. Ja. Vielen Dank. Auch nochmal von mir. Einen schönen guten Abend in die Runde. Schön, dass Sie nicht abgeschreckt sind von den ersten paar Minuten, aber das kommt auch mal vor. Ja. Mein Name ist David Barney und ich habe heute wieder die Ehre, mit Ihnen die nächsten Minuten verbringen zu dürfen. Dieses Mal für den Forex-Screener. Sie haben es ja wahrscheinlich schon mitbekommen in den letzten Wochen oder Tagen. Wir haben ja gemeinsam mit der FX-Welt die exklusive Partnerschaft. Das heißt, alle Kunden, alle aktive Kunden von FX-Welt bekommen den Forex-Screener kostenlos. Ohne Haken, ohne versteckte Kosten, sondern wirklich vollkommen kostenlos. Und was haben wir heute als Ziel? Heute würde ich Ihnen gerne den Forex-Screener genauer vorstellen. Vielleicht haben Sie sich schon mal ein bisschen mit beschäftigt oder noch offene Fragen oder wissen noch gar nicht so wirklich, was Sie damit anfangen können. Das wollen wir heute durchgehen. Also ich gebe Ihnen eine kleine Einleitung, zeige Ihnen ein paar Filter, die wir haben, zeige Ihnen die Struktur, damit Sie die Oberfläche an sich gut verstehen und bedienen können und zeige Ihnen dann auch, was denke ich mal für die meisten am interessantesten ist, ein paar Beispiele. Das heißt, ein paar Beispieltrades, die wir nach dem Filter gehandelt haben, ein paar Beispielkombinationen, das ist ja letztendlich so das Geheimnis beim Forex-Screener oder das Wertvolle, dass wir halt gewisse Setups am Markt finden, indem wir einfach, ich sage mal, ja, gewisse Kombinationen erbauen, um zum Beispiel zu sagen, ich bin ein Trader, der gerne Range Breakouts handelt. Dann möchte ich natürlich Märkte finden, die vielleicht kurz davor sind, auszubrechen. Oder ich bin ein Trendtrader und möchte gewisse Sachen finden. Denn ich denke mal, das Geheimnis oder der Profit liegt hier in der Kombination von möglichen Filtern, die wir zusammenbauen können. Genau, darum geht es heute. Ein paar Beispieltrades zeige ich Ihnen noch. Und wenn Fragen offen sind, natürlich immer gerne stellen. Ich schaue gerne regelmäßig in den Chat. Wenn ich sehe, dass gerade Fragen zu passen, dann beantworte ich sie gleich. Ansonsten haben wir auf jeden Fall am Ende des Webinars nochmal sicher ein paar Minuten, um die restlichen Fragen zu klären. Ziel ist also, wichtig ist, dass heute keiner nach Hause geht und immer noch offene Fragen hat, was den Forex-Screener betrifft. Ja, was ist denn eigentlich der Forex-Screener? Der Name, ich weiß, das ist immer so das Erste, was man erklären muss. Das war eigentlich so ein bisschen Absicht, aber gut, es wird zum Klassiker. Der Name heißt zwar Forex-Screener, aber die Besonderheit ist hier, dass wir mehr scannen können als nur Devisen. Das heißt, wir können eigentlich den gesamten Markt scannen. Und wenn Sie den Zugang haben über FXBet, den kostenlosen, dann können Sie alle Assets screenen, die Sie im MetaTrader 4 von FXBet auch haben. Das heißt, Aktien, Sie haben US-Aktien, deutsche Aktien, Devisen, wirklich jedes einzelne Instrument. Und wenn neue Instrumente hinzukommen bei FXBet, dann dauert das auch maximal einen Tag und dann haben auch wir bei Forex wieder den mit eingebaut. So, und die weitere Besonderheit oder wo wir uns schon mal stark von anderen Screenern am Markt abheben, es gibt ja einige andere Screener, Screening an sich, das haben wir natürlich nicht erfunden, wir haben es eigentlich nur ja, auf ein anderes Level gebracht, also ein bisschen perfektioniert oder halt die Probleme beseitigt, die es gibt. Man kennt beispielsweise Finvis, den Screener, es gibt so einige andere, ich kenne da auch nicht alle vom Namen her, aber alle haben immer so das Problem, dass sie halt nur Devisen können, nur Aktien können oder nur US-Aktien können und man hat dann am Ende, wenn man wirklich screenen möchte, vier, fünf Zugänge zu irgendwelchen Screenern und muss dann überall immer sich die Daten raussehen. Das haben wir halt hier nicht. Das ist so der Punkt 1, wo wir uns ganz groß unterscheiden. Und der zweite Punkt ist, was ich persönlich ganz angenehm finde,
ist, dass wir wirklich die Kursversorgung haben von FX-Flat. Man kennt es, glaube ich, also ich kenne es sehr speziell von anderen Screenern, die haben natürlich nicht die Kurse von meinem Broker. Woher auch, das wissen die ja natürlich nicht. Kommt es mal vor, dass ich den Markt scanne und lass mir vielleicht Währungen anzeigen oder Assets anzeigen, die heute 5 grüne Candles in Folge haben oder 5 grüne Tagescandles in Folge haben. Und dann mache ich den Chart bei meinem Broker auf, gucke rauf und sehe nur 4 grüne Kerzen oder sehe ganz andere Kurse. Das heißt, man hat immer so eine kleine Differenz, wo man sagt, ah, das ist ja gar nicht so am Markt oder ich kann das gar nicht handeln, was ich da gesehen habe mit dem Screener. Das ist der zweite Punkt, wo wir uns ganz groß unterscheiden. Und das Problem haben wir halt hier nicht. Also wenn ich hier den Screener nutze, und ich screene da nach einzelnen Kriterien und ich sehe, dass hier irgendwie ein High bei 1,10 ist oder wo auch immer, dann habe ich das auch wirklich bei meinem Broker, bei FX-Flat und kann es auch handeln. Was bringen uns Ergebnisse oder Screening-Ergebnisse, mit denen wir jetzt nichts anfangen können? So, das finde ich ganz wichtig. So macht das Screening keinen Spaß. So, schauen wir aber direkt mal in den Screener rein. Also, wurde eben schon gesagt, ich glaube, der Link ist auch schon in der Gruppe gepostet oder wird bestimmt gleich noch gepostet hier. Ist Wer gemacht. den Zugang erst. Super, perfekt, das dachte ich mir schon. Wer so den Zugang haben möchte, der muss eigentlich wirklich keinen großen Aufwand haben. Der geht einfach auf den Link bei FXBet und trägt da das kleine Formular ein oder macht es über die Seite vom Forex-Screener. Ist im Grunde genommen das gleiche. Beide Wege führen nach oben und beide führt zum gleichen Ergebnis. Keins davon geht schneller, aber die Anmeldung ist wirklich sehr, sehr schnell erledigt. Das mit ein paar Werte. Wir müssen einfach nur überprüfen, ob sie wirklich Kunde sind bei FXBet und dann gibt es auch schon den Account ohne Kreditkarten, ohne PayPal oder ähnliches anzugeben. So, wenn wir dann die Zugangsdaten haben, die kommen eigentlich immer relativ schnell zu. Nicht wundern, sie kommen nicht sofort zugeschickt. Am Ende sitzt natürlich noch ein Mensch, der das Ganze überprüft und dann manuell freischaltet. Von daher keine Panik, wenn es nicht nach 2 Minuten schon erledigt ist. Okay, schauen wir einfach mal in den Screener. Wie sieht er eigentlich aus? Wovon erzählen wir hier eigentlich? Das ist der Screener. Das ist der Screener mit den Ergebnissen momentan. Wir haben ja keine Filter eingestellt und das sind momentan die Filter, die wir zur Verfügung haben. Hier ganz, ganz wichtig, erwähne ich immer wieder gerne. Das, was wir hier sehen, ist Stand heute. Wir arbeiten schon länger oder wir arbeiten eigentlich immer daran, das Ganze weiter auszubauen. Das heißt, Filter, wo wir jetzt viel Feedback bekommen von Tradern, die sagen, gefällt mir, aber ich bräuchte gerne folgenden Filter noch, ich bräuchte folgenden Indikator, folgende Formation, die ich erkennen möchte. Gerne her damit. Viel, was wir hier eingebaut haben, stammt halt einfach durch Feedback oder der Trader. Das ist auch das hier, der einzige Weg, um das auch wirklich sinnvoll oder nutzbar für die User zu gestalten, dass wir einfach sagen, das Ganze ist von Tradern für Trader gemacht. Also die Filter werden immer weiter erweitert, vielleicht werden auch mal Filter entfernt, die keiner nutzt, weil sie vielleicht am Anfang ganz interessant klangen. Aber hier kann ich Ihnen auf jeden Fall versichern, dass das mit der Zeit sehr stark wächst und hier auch noch einige sehr, sehr interessante Filter hinzukommen, die es nicht woanders gibt in der Kombination. Und der Screener ist in 2 Kategorien aufgebaut. Wir sehen es, hier ganz oben haben wir die Basic-Filter und hier unten haben wir die Event-Filter. Wie unterscheidet sich das grob? Ich glaube, die meisten Trader kennen so die Basic-Filter, also die obere Kategorie, dass ich beispielsweise sage, zeige mir alle Märkte an, wo der RSI über 20 ist. So, das sind so Basic-Filter. Oder zeige mir die Assets an, wo wir eine Wochenveränderung haben von 10, 20%, von 0%, von 1%. Das sind so typische Basic-Filter. Und wir sehen hier auch schon, hier unten, ich habe ja hier gerade eingestellt, dass ich alle Assets sehen möchte, die ein RSI über 20 haben. Und ich sehe auch schon hier unten haben wir 3 Aktien. So. Und da kommen wir auch schon zu der unteren Ansicht. Die versteckt auch eine ganz sinnvolle Funktion. Und zwar haben wir hier Standardwerte, die immer angezeigt werden. Das heißt, wir sehen hier natürlich den Namen, ganz klar. Was für ein Asset entspricht dieser Kriterien hier oben? Was ist für eine Kategorie? Und das ist nämlich ein großer, ich sag mal, ein Vorteil beim Screening an sich, wenn wir jetzt so bei den Vor- und Nachteilen kurz drüber nachdenken. Wir neigen, das sieht man ja auch an den Statistiken von den Brokern, wir neigen einfach dazu, immer den Euro-Dollar zu handeln und den DAX zu handeln. Das sind so die Klassiker. Das kennt jeder, da hat jeder eine Beziehung zu und das handelt jeder. So, dabei
ist es in der Regel immer so, dass es mindestens ein Asset gibt, ein anderes Asset, eigentlich mehrere, die eine viel höhere Chance haben auf einen guten Trade oder ein gutes CRV gerade bieten. Das heißt, ich kann mich natürlich morgens um 8 Uhr hinsetzen, mache meinen DAX-Chart auf und warte die ganze Zeit, bis da endlich Bewegung reinkommt. Wenn ich Glück habe, geht es recht schnell. Wenn ich Pech habe, sitze ich bis 19 Uhr und dann gibt es plötzlich die starke Bewegung und ich bin in dem Moment gerade draußen und verpasse den Trade. Das heißt, wir verbringen eigentlich sehr viel Zeit damit, vor dem Chart zu sitzen und ja, zu warten, bis wir endlich eine Trading-Gelegenheit haben und verpassen dabei eine Menge. Wieso verpassen wir eine Menge? Wir kennen natürlich nicht alle Assets. Also alleine im MetaTrader 4 von FXWeb haben wir zig Assets und natürlich kennen wir nicht alle. Wir kennen nicht jede Aktie, wir kennen nicht jedes Währungspaar. Und das ist ein Vorteil beim Screening. Wir lernen einfach neue Märkte auch kennen. So, ich weiß, man möchte immer nicht das handeln, was man nicht kennt, aber so kommt man oder so zwingt man sich so ein bisschen dazu, auch neue Märkte mal kennenzulernen. Und dadurch sehen wir hier wahrscheinlich am Anfang ganz viele Assets, wo wir uns immer fragen, was ist das überhaupt? Habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Aber da lohnt es sich wirklich, sich mit zu beschäftigen, aber kurz zu googeln nach dem Symbol, was ist das eigentlich? Und dann, ja, dann kennen wir immer mehr oder besser den Markt und haben auch immer einen besseren Überblick dabei. Gut, aber zurück zur Tabelle. Wir sehen auch noch die Zeitperiode hier. Da fragen wir uns natürlich, wieso die Zeitperiode? Der Screener ist basiert auf Multi-Time-Frame-Screening. Das heißt, wenn ich jetzt hier den RSI als Filter habe, dann ist natürlich die Frage, welche Candles stecken jetzt eigentlich hier im RSI? Sind das jetzt Minuten-Candles, Stunden-Candles, Tages-Candles, Wochen-Candles? Und wie gesagt, hier stecken alle Zeitintervalle drin. Das heißt, alle Zeitintervalle, die wir aus dem MetaTrader kennen, von M1 bis Monat 1, filtert er alles. Und da kann es natürlich sein, dass wir ein Signal bei einem gewissen Indikator halt nur auf gewissen Zeitintervallen haben. Das heißt, bei den Aktien hier sehen wir zum Beispiel Stunde 4, Minuten, Monatscandles oder 30 Minuten Candles. No. Und da kann es auch mal vorkommen, wenn ich beispielsweise jetzt den Filter hier entferne und ich sage, zeige mir alle Assets an, wo die 24-Stunden-Veränderung beispielsweise über Größe 1% ist, dann kann es natürlich sein oder wird es natürlich sehr wahrscheinlich sein, dass ich dann zum Beispiel ein Asset öfters sehe, weil auf allen Zeitintervallen das wahr ist, sage ich mal. So, wir sehen hier oben zum Beispiel eine Aktie, die ist auf 15 Minuten entsprechend unserer Kriterien und auch auf Monatscandles, klar, weil der Filter sagt ja auf 24 Stunden Veränderung. Aber auch kein Problem, wenn wir sagen, ich bin einfach immer nur auf Stundencandles unterwegs und alles andere interessiert mich nicht, können wir das auch einstellen. Ich kann auch sagen, ich möchte einfach nur die Assets sehen auf Stundenbasis, wo die anderen Kriterien halt erfüllt sind. Wie beispielsweise den RSI, der da über 20 ist und das im Stundencandles, dann möchte ich das hier unten sehen. So, und das haben wir jetzt halt nirgendwo. Das ändern wir, um ein Ergebnis zu sehen. Stellen wir es auf 10, haben wir es im Stundenbereich auch nicht. Und so können wir das Ganze kombinieren. Ich nehme das nochmal kurz raus, dass wir nochmal kurz zu der Tabelle hier unten kommen. 24-Stunden-Veränderung, Open, High, Low, Close, das sind nur die Standardwerte, die werden hier einfach mit angezeigt. Aber hier hinten, das Ganze erweitert sich immer dynamisch. Wenn ich jetzt noch filtere und sage, ich möchte alle Assets sehen auf Stundenbasis, die über dem 200er EMA sind, dann sehe ich halt hier hinten natürlich nochmal den Hinweis. Klar, das bringt mir jetzt nicht so viel den Fall, aber ich habe die Übersicht hier. Oder aber, wenn ich einen anderen Filter noch hinzunehme, und ich sage, ich möchte alle Assets sehen, wo die Tagesveränderung größer 0,4% ist. Dann sehe ich das hier unten auch und habe hier nochmal den genauen Wert. So, an sich ist natürlich schön, die Info zu wissen, okay, das alles sind Assets, die heute größer 0,4% gemacht haben, aber welche haben eigentlich wie viel gemacht? Dann kann ich mir so ein bisschen genauer reingucken. Und je mehr Filter ich hinzufüge, desto länger wird die Tabelle hier hinten auch. Das heißt, ich screene nicht nackt in den Markt herein oder muss jetzt gleich wieder den MetaTrader aufmachen und gucken, wie genau ist die Tagesveränderung, sondern ich sehe das halt hier direkt. Und wenn ich auf ein Asset draufklicke, nehme einfach ein x-beliebiges, nehme die Google-Aktie, ich klicke hier rauf, dann kommen wir auch gleich auf eine Detailseite. Und die Detailseite, die wird momentan noch stark ausgebaut. Das ist quasi, ja, ich sag mal momentan die Light-Version, die wir sehen.
Krisenintervall natürlich, klar, Name und Zeitintervall und alle Werte von den einzelnen Filtern nochmal. Also wir sehen hier nochmal, wo ist die 24-Stunden-Veränderung, wie ist die Distanz zum Low, zum High, wie war die Wochenendcap. Also alle Werte, die ich quasi screenen kann, die sehe ich hier nochmal auf den Blick. So, wir sehen hier natürlich, hier fehlt was ganz Besonderes oder ganz Wichtiges. Das ist der Chart hier oben. Daran arbeiten wir momentan. Wir wollen ja nicht einfach nur einen einfachen Chart einbauen. Wir haben uns ja noch was Spannenderes überlegt. Aber keine Sorge, die Nachfrage, die kam auch sehr oft. Der Chart, der wird hier auf jeden Fall noch wieder reinkommen und auch noch ganz andere sinnvolle Funktionen, um möglichst, ja, möglichst schnell eventuelle Trades abzusetzen, wenn wir sie dann traden möchten in dem Bereich. So, das sind quasi die zwei Ansichten, die wir haben. Wir haben die Detailseite, das ist diese hier, und wir haben die Hauptseite mit den ganzen Screening-Filtern. So, nochmal, um auf den Anfang zurückzukommen. Basic-Filter ist, denke ich, immer soweit klar, das kennen die meisten. Und dann haben wir noch relativ frisch die Event-Filter. Wo unterscheidet sich das Ganze? Mit dem Event-Filter sehe ich quasi sehr, sehr zeitnah gewisse Aktivitäten am Markt. Also ich kann beispielsweise sagen, zeige mir alle Assets an, die vor einer Kerze einen Hammer ausgebildet haben. Ja, sehe ich hier die Liste. Oder zeige mir alle Werte an, die jetzt gerade den Pivotpunkt gekreuzt haben. Und jetzt gerade auch den Supertrend gekreuzt haben. So, sehen wir hier zwei Werte beispielsweise. Das sind die Eventfilter. Und da sind jetzt momentan nur sechs eingebaut, weil das ja noch so in einer kleinen Testphase ist. Aber auch hier kommen noch einige weiter hinzu. Ich habe das, glaube ich, vorhin auch beim Überfliegen hier im Chat gesehen. Da war die Frage nach weiteren Formationen und nach weiteren Candle Patterns, die gewünscht sind. Auch das kommt hier rein. Und dann haben wir die Möglichkeit, ich denke mal, das ist das Interessante und das Spannende, wieso wir Event-Filter haben und nicht nur hier oben die Basic-Filter. Vielleicht möchte ich oder ich habe eine Strategie, die Hammer-Formation oder Hammer-Candles traded oder SKS-Formation, was auch immer. Dann muss ich sie vielleicht nicht immer jetzt sehen. Vielleicht ist meine Strategie so ausgelegt, dass ich sage, also wenn sie jetzt innerhalb der letzten 10 Candles oder letzten 5 Candles vorkam, das reicht mir vollkommen, weil ich steige, springe sofort nicht in den Markt. Ich warte vielleicht auf eine Korrektur oder was ähnliches. Und von daher können wir hier auch immer ansagen, möchte ich es möglichst real-time haben, also möglichst vor kurzem, oder ist es okay, wenn es auch vor ein paar Kerzen erst geschehen ist? Und auch hier sehen wir hier unten rechts wieder die Extraspalte, letzter Hammer, und da sehen wir, von wie vielen Candles die jeweilige Formation ausgebildet wurde. Und das beides oder Eventfilter und Basicfilter, die können wir natürlich auch miteinander kombinieren. Also alle Filter, jeden einzelnen können alle aktivieren, wenn wir es wollen. Ich weiß nicht, ob da noch ein Ergebnis rauskommt, aber rein theoretisch können wir wirklich beides miteinander kombinieren und da auf eigentlich ganz spannende Ergebnisse bei rauskommen. Ganz wichtig, das alles ist auch in Realtime. Das heißt, wir haben hier keine verzögerten Kurse, sondern die Kurse kommen in Realtime von FXWirt. Wir ziehen uns die Daten aus dem MetaTrader. Das heißt, es sind genau die Daten, die Sie auch traden können. Und wir haben hier kein Delay eingebaut. Also es ist kein kostenloser Account mit Delay und die Realtime-Version kostet dann was. Nein, das alles ist mit Realtime-Daten ohne Verzögerung für Sie als aktiver Kunde wirklich komplett kostenlos. Okay, dann schaue ich gleich mal kurz in die Fragen rein, bevor wir weitermachen. Was haben wir da so? Das haben wir erledigt. Kann man den Forex-Markt auch mit Candle-Pattern scannen? Ja, genau. Das, was ich gerade gesagt hatte, ein, zwei Formationen haben wir schon eingebaut, aber da kommen auch noch einige weitere. Wenn da Wünsche offen sind, immer gerne uns einfach kontaktieren. Wir nehmen das mit auf unsere interne Liste. Die staubt bei uns auch nicht ein, sondern die wird halt wirklich immer wieder alle paar Wochen durchgegangen und geschaut, welche neuen Filter eingebaut werden, wo sind die Wünsche ganz groß und dann kommt das auch relativ zeitnah eingebaut. Man muss ja auch sagen, das ist ja noch ein recht junges Projekt und dafür ist es aber schon sehr weit fortgeschritten. Und da sind noch ganz, ganz viele Ideen noch, die wir natürlich verwirklichen wollen. Also an Ideen mangelt es nicht. Wir haben ja auch, wie du auch schon gesagt hast, von vielen Kunden auch schon Feedbacks bekommen. Also das ist ein Projekt, was stetig wächst, ne? Genau. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Von daher auch, wenn man heute drauf guckt und sagt, das passt nicht so ganz zu meinem Trading, es lohnt sich wirklich auf jeden Fall immer wieder reinzuschauen, denn das Projekt ist im Grunde genommen wirklich in der allerersten nutzbaren Version und das Potenzial oder intern die Ideen, die geplant und umsetzen werden,
Die sind wirklich gigantisch. Das ist auf jeden Fall. Die Frage, nach welchen Kriterien und Einstellungen nutzt ihr den Forex-Screener? Die Frage würde ich nach hinten verschieben. Ich zeige gleich nach den nächsten Punkten ein paar Beispiel-Trades. Ich zeige Ihnen auch genau, wie Sie mögliche Trades finden können. Ganz klar, der Forex-Screener oder ein Screener generell ist nichts für Trader, die sagen, ich will gar nicht nachdenken, ich will nur auf den Knopf drücken und Signale generieren. Das ist kein Screening. Also wir müssen immer, es gibt hier keinen, nutze diesen Filter und diesen Filter und alles, was als Ergebnisse kommt, das wird jetzt long getradet oder so, das gibt es hier nicht. Aber ich zeige gleich nochmal konkretere Sachen, denn dann kann man es besser verstehen, auch mit ein paar Trades, die wir umgesetzt haben. Das ist, denke ich, mal besser, als jetzt so ohne Chart das Ganze nochmal zu erklären. Die nächste Frage, kann man auf- und absteigend sortieren? Das geht momentan noch nicht. Das wurde auch schon öfters gewünscht, ist auch schon auf der Liste. Und ich denke mal, es wird auch nicht so lange dauern, bis das umgesetzt ist, dass man auch die Tabelle sortieren kann. Gerade dann, wenn die Liste recht groß ist, wird es natürlich ein bisschen unübersichtlich. Bei Cap Trader alle Märkte? Nein, momentan sind alle Assets angebunden, die es auch im MetaTrader 4 von der FaceBet gibt. So, gilt das auch für Cap Trader Kunden? Ja, gute Frage, Nelson. Gilt das auch für Cap Trader Kunden, der Zugang? Ja, also wenn ein CapTrader-Kunde natürlich den Forex-Screener nutzen möchte, kann sich auch bei uns melden und ja, wir werden das auf jeden Fall möglich machen. Sehr schön, dann wird hier keiner ausgeschlossen. So, hier haben wir noch zwei Filterwünsche. Ah, vielen Dank. Das kopiere ich mir kurz raus in unsere Liste. Das habe ich beim letzten Mal auch schon gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle. Würde es eine Art Revisionshistorie geben, aus der dann hervorgeht, was geändert wurde? Ja, das haben wir gestern erst besprochen, dass wir das umsetzen werden. Momentan wird eigentlich gefühlt stündlich ein kleines Update herausgegeben, weil noch viele Sachen auf die Schnelle erledigt werden oder umgesetzt werden. Das wird es auf jeden Fall geben. Ich denke mal, mit dem nächsten Update wird es eine Historie geben, wo man auch alle paar Wochen mal durchlesen kann, was gerade geändert wurde und dass man nicht, ja, nicht suchen muss, wo jetzt die Neuerungen sind. Das wird es auf jeden Fall geben. Das ist, denke ich mal, ganz angenehm für die Trader. Wann kommt im unteren Bereich eine Sortierfunktion? Ja, hatte ich ja gesagt, das ist auf jeden Fall schon hoch priorisiert. Das wird auch bald kommen. So, guten Abend. Wie macht man dann den zugehörigen Chart auf? Die Charts momentan sind noch nicht drin. Wir hatten die kurz mal eingebaut, haben uns nicht so gefallen, wie wir es vorgestellt haben. Wir arbeiten gerade an einer neuen Lösung. Die ist schon relativ weit im Endstadium und die wird dann auch bald kommen und dann auf der Detailseite zu sehen sein. Das heißt, wenn ich auf ein Asset klicke, das gefiltert wurde, gehe ich hier auf die Detailseite, die momentan noch recht nackig ist und dann haben wir hier oben ein Chart oder mehrere Charts für jedes Zeitintervall. Das heißt, wir können im 1 bis Monats 1 uns angucken. Wir haben Indikatoren drin. Also wir haben dann schon einen wertvollen Chart. Keinen langweiligen Chart, wo wir einfach nur ein paar Kursverläufe sehen, sondern da wird schon ein bisschen mehr drin stecken, dass das Ganze auch Spaß macht, da sich den Chart anzusehen. So, großes Lob, euren Screener ist im Moment auch schon toll brauchbar. Ja, vielen Dank. Das freut uns immer wieder, wenn jetzt schon Trader den so weit gut nutzen können. Das Kreuzen zweier EMAs, kann man das einstellen? Kurs kreuzt EMA haben wir momentan eingebaut. Auch auf der To-Do-Liste steht ganz weit oben, dass EMA, also EMA 1 in EMA 2 kreuzt. Das kommt, glaube ich, auch mit dem nächsten Update. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann kommt es auch mit rein. Momentan können wir halt nur einstellen, dass der Kurs einen Durchschnitt kreuzt. Das heißt, wir haben hier den 10er EMA und können halt sagen, der Kurs muss drüber drunter sein. Das Ganze auch für den 20er, 30er, 50er, 100er und 200er. Aber EMA kreuzt EMA, das kommt auf jeden Fall auch. Das ist eigentlich so eine Standardfilterfunktion. Kann man die Assets auch auswählen? Ich weiß nicht genau, was mit Assets auswählen ist. Wir können die Kategorie auswählen. Also wenn ich sage, ich will eh nur Aktien handeln und der ganze Rest interessiert mich nicht, dann kann ich hier oben in der Asset-Kategorie sagen, einfach nur Stocks. Und dann sehe ich unten auch nur Stocks und keine Aktien, keine Kryptowährungen, keine alles andere, sondern nur das, was ich auswähle. Das kann ich soweit hier filtern. Das gleiche auch mit dem Zeitintervall oder arbeite hier mit den Assets oder ich sage, ich bin offen für alles, ich trade alles, Hauptsache es bewegt sich, dann können wir das auch soweit einstellen. Vielleicht eine ganz kurze Ergänzung zu den Assets.
Wir sind ja auch dabei, unser Portfolio, Produktportfolio zu erweitern, um auch hier den Forex-Screener natürlich mehr Stoff zu geben, entsprechend da weitere Produkte scannen zu können. Also da können Sie auch gespannt sein. Schon im Januar wird es ein größeres Update geben, beziehungsweise da werden noch weitere Produkte noch dazukommen. Ja, genau. Deswegen, von daher wirklich, wenn wir sagen, dass das Ganze nicht in Stein gemeißelt ist, da gibt es auf jeden Fall noch eine Menge, worauf es sich lohnt zu warten. Hier lese ich noch, ich finde toll, dass man euren Screener extern laufen lassen kann. Ja, vielen Dank dafür. Das war uns auch sehr wichtig, dass man hier nichts installieren muss. Das heißt, ob Sie zu Hause einen Windows-Rechner haben, ob Sie einen Mac haben oder ein Linux oder was auch immer es noch auf der Welt gibt. Es funktioniert in jedem Browser. Wir müssen nichts installieren. Wir brauchen kein Plugin, was ich speziell auch sehr angenehm finde. Einige Screener, die benötigen extra Plugins und die funktionieren dann nur mit einem Browser. Und dann muss ich immer wieder nur einen Browser installieren. Hier ist das völlig schlank. Ob ich auf Arbeit bin und in meiner Mittagspause vielleicht mal den Screener nutzen kann, dann können Sie das machen, ohne was zu installieren. Sie loggen sich einfach ein, auch zu Hause. Es ist eigentlich einfach nur, der aktuelle Stand der Technik, dass wir nichts groß installieren müssen. Und von daher ist es ganz angenehm. Auch in Kombination mit dem MetaTrader wird es dann demnächst auch noch eine tolle Funktion geben, dass das Ganze Hand in Hand zusammenspielt und der Weg vom Forex-Screener zum MetaTrader noch mal ein bisschen kürzer ist, um dann eventuell die Trades auch abzusetzen, die wir umsetzen möchten. So, was haben wir noch? Kommen noch verschiedene Kryptowährungen bei FXBet? Ja, die Frage gebe ich gerne an Nelson ab. Ja, habe ich auch gerade in den Chat auch schon geantwortet. Okay. Also ist natürlich, steht bei uns auch auf der Liste und ich kann jetzt keinen Zeitpunkt nennen, aber wir haben das auf dem Schirm. Super. Was auch immer kommt, alles wird auf jeden Fall im Forex-Screener zu sehen sein. Gut, haben wir erstmal die Frageliste durch. Weitere Fragen gerne wieder her. In ein paar Minuten oder am Ende des Webinars gehe ich nochmal alle Fragen durch und dann können wir uns das nochmal genauer angucken. Okay, dann kommen wir jetzt wahrscheinlich zum spannendsten Punkt und zwar, wie wende ich den Forex-Screener eigentlich in der Praxis an? So, das war beim letzten Mal auch gewünscht, dass man so ein bisschen zeigt, was eigentlich möglich ist oder wie man danach tradet. Ganz wichtig ist halt wirklich zu sagen, das, was ich jetzt hier zusammenbaue oder welche Inspiration ich liefere, das sind jetzt alles keine, wie am Anfang auch schon erwähnt wurde, natürlich keine Kaufempfehlungen, kein Muss. Es ist nicht so, dass ich sage, ich nehme jetzt den Filter und den Filter und den Filter und das, was hier unten ist, das trade ich jetzt blind nach. Das ist kein Screening, das ist ein Signaldienst, den wir dann vielleicht suchen. Das ist halt hier nicht möglich, dass wir unseren Kopf ausschalten und einfach nur abtippen, was hier steht und handeln. Das ist nicht Screening. Wir müssen schon ein bisschen mitdenken und können es eventuell für unsere Strategie anpassen. Ich kann hier mal so ein bisschen erzählen, was wir für ein Feedback zum Beispiel bekommen haben von Tradern. Ich denke mal, vielleicht ist das interessanter, als wie wir damit umgehen. Jeder Trader hat da so ein bisschen seine bevorzugte Strategie, die er vielleicht handelt. Der eine handelt vielleicht Wochenendgaps, der andere hat eine gewisse Strategie, die er mit allen Assets handeln kann, aber es muss einfach eine starke Bewegung da sein. Jemand anders handelt Korrekturen, ist darauf aus, dass Märkte zusammenbrechen oder stark nach oben gehen. Das alles können wir hier filtern. So, und wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich bin darauf ausgelegt, Märkte zu handeln, die einfach sich stark bewegen. Und hier setze auf die Korrektur. Jetzt, ob das profitabel ist oder nicht, spielt jetzt gar keine Rolle. Ich sage einfach, ich will alle Assets sehen, wo wir mindestens 5% gestiegen sind. So. Jetzt sehen wir schon mal das, was ich vorhin erwähnt hatte. Wir sehen ja hier, jede Aktie oder jede Währung sehen wir hier doppelt. So, wieso sehen wir es doppelt? Weil wir alle Zeitintervalle noch aktiv haben. So, das können wir einfach beheben, indem wir sagen, ich stelle das auf Minute 1, denn die Tagesveränderung ist sowohl auf M1 als auch auf Stunde 1 oder in anderen Zeitintervallen immer gleich. So, dann sehe ich jetzt hier, wir haben ja eine Aktie, schauen wir einfach mal an, wir haben hier 5,5% ist sie gestiegen. So, im aktuellen Tag. Das heißt, ich könnte jetzt, wir haben jetzt hier nur zwei Assets, vielleicht gehen wir mal ein bisschen runter mit der Anzeige. Sagen wir einfach mal, wir wollen Assets, wo wir heute 3% gestiegen sind. So, haben wir schon mal eine größere Liste, haben wir hier 8 Stück. Wir haben Kryptowährungen, wir haben Aktien, Commodities und Währungen haben wir hier gar nicht dabei. Genau, das wäre ein bisschen zu stark. So,
Und dann könnte ich jetzt einfach alle Assets durchgehen. Und das heißt nicht, wie ich gerade gesagt habe, dass alle Assets genau zu uns passen. So, ja, ich mache dann vielleicht die Aktie auf oder gucke mir hier den Chart an und sehe dann, okay, die Netflix, die passt auf jeden Fall zu meinem Trading-Stil oder sieht gut aus im Chart, aber WTI, das stimmt zwar mit der Tagesveränderung, aber es passt nicht zu meinem Trading-Stil. Und dann habe ich am Ende vielleicht drei Charts offen, wo ich sage, perfekt, hier kann ich nachtraden. Das ist, so screent man quasi. Das heißt, die Ausgabe, die wir haben, die ist nicht hundertprozentig legitim für das, was wir haben wollen. Vielleicht mache ich jetzt einen Chart auf, dann sehe ich, ja, sie ist heute um 5% gestiegen, aber gestern um 90% gefallen, dann ist es wahrscheinlich nicht passend für meinen Trading-Stil. Und so läuft das Screening quasi ab. Werden wir noch ein bisschen konkreter. So, bei mir persönlich, was nutze ich hauptsächlich für eine Möglichkeit, mit dem Screener Trades umzusetzen? Ich persönlich bin großer Fan von zwei Filtern, die ich primär nutze. Und zwar ist das der Filter rote Kerzenanfolge und grüne Kerzenanfolge. Was finde ich damit heraus? Ich glaube, wir können es mal einfach mal auf dem Extrem einstellen. Ich glaube, 10 rote Kerzen haben wir jetzt Nungsgrundfolge. 5 grüne Kerzen haben wir auf jeden Fall. Da haben wir einige Assets. Da haben wir jetzt 27 Assets, die 5 Candles in Folge grün waren. Schauen wir mal, ob wir hier was, hier zum Beispiel den britischen Pfund gegen die norwegischen Kronen. Da haben wir hier auf Tagesbasis sogar 5 grüne Kerzen. Gucken wir einfach mal in den Chart, ob das wirklich so ist. GBP, NOK. Schauen wir mal rein. Das Ganze war ja auf Tagesbasis. Stellen wir hier oben ein. Und wir sehen, wir haben hier 5 grüne Kerzen in Folge. Das ist immer ganz wichtig, der Vorscreener, damit wir quasi dieses Repainting-Problem nicht haben. Der Vorscreener betrachtet immer abgeschlossene Kerzen. Das heißt, wenn ich jetzt quasi in 2 Minuten den Screener nochmal starte, dann wird das immer noch so sein, weil die letzten Tage hier abgeschlossen sind und da das Ergebnis vorliegt. So. Also wir sehen hier, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 grüne Kerzen in Folge. Und das ist genauso auch mit den anderen Assets. Mit jedem Asset, also wir müssen prinzipiell nicht prüfen, ob das generell stimmt, gucken wir die BAS noch an, weil wir hier 9 grüne Kerzen in Folge haben. Das war auf Minutenbasis. Schauen wir mal auch, ob das stimmt. Auch hier sehen wir halt was. So. Wie auch mal, wir es traden, da kommen wir gleich zu. Aber wir sehen schon mal, wir bekommen hier recht schnell mit, obwohl wir eine große Anzahl haben an Assets hier auf der Seite. Wir bekommen sofort und schnell mit, wo Bewegung im Markt ist. So, also ich als Trader möchte ja solche Märkte sehen, wo wir Bewegung haben. Und ich will keinen Markt sehen, wo die Chart oder die Candles einfach nur auf der Stelle treten und nicht wirklich Volatilität da ist. Denn wenn ich trade, möchte ich in der Regel Bewegung haben. So. Hätte ich keinen Screener, dann würde ich jetzt hier alle einzelnen Assets durchgehen, würde überall auf die einzelnen Zeitintervalle mich durchklicken und gucken, dass ich irgendwie was Sinnvolles finde. Das brauchen wir gar nicht mit dem Screener. So finde ich ja sofort die Sachen heraus. Und das haben wir auch mit allen anderen. Also technisch müssen wir das jetzt nicht gegenprüfen. Ich denke mal, da trauen Sie mir, dass das, was hier steht, auch wirklich stimmt und wir da die Ergebnisse haben. So. Also. Grüne Kerzenanfolge und rote Kerzenanfolge bin ich persönlich ein großer Fan von, danach zu traden. Wie gesagt, keine Empfehlung, aber was wir heute getradet haben, wir haben heute am Vormittag bis Mittag nach dem Forex-Screener oder mit Hilfe des Forex-Screeners gehandelt. Heute war eigentlich ein guter Tag. Ich zeige Ihnen einfach mal ein paar Trades, die wir heute umgesetzt haben. Der erste Trade, so, und ich zeige Ihnen natürlich auch, wie, also nicht nur, was wir getradet haben, sondern auch, wie wir das Ganze umgesetzt haben. Oder besser gesagt, gefiltert haben. Wir haben heute früh genau diesen Filter angewendet. Und zwar habe ich mir die Märkte anzeigen lassen, die rote Kerzen in Folge haben. Und zwar mindestens 5 rote Kerzen in Folge haben. So, wir haben jetzt hier den US-Dollar gegen den kanadischen Yen. Wir sehen hier die roten Kerzen. Also, die sind jetzt hier eher hellgrün oder weiß. Aber es sind ja die fallenden Kerzen. Sprich, die roten Kerzen quasi. Und die habe ich mir durchgefiltert. So. Jetzt sieht man in den Chart nicht so viel. Ich gehe nochmal ein Zeitintervall hoch, damit es mal ein bisschen besser sieht. Also ich habe den Chart aufgemacht. Ich habe gesehen, okay, wir haben hier wirklich die 5 roten Kerzen in Folge. Und dabei bin ich immer gerne darauf aus, prinzipiell auf die Korrektur zu setzen. Aber ganz wichtig, nicht blind. Das heißt, wenn ich jetzt hier filtere, kann ich nicht einfach sagen, ich trade jetzt alles hier Kontratrend. Also ich habe jetzt hier 5 grüne Kerzen, also sage ich, der Markt fällt und ich shorte alles. Das ist nicht Screening, das dürfen wir nicht machen. Da kommen wir wahrscheinlich nicht in den grünen Bereich damit.
So, also ich habe hier den Markt gesehen und habe nicht sofort gehandelt, sondern bin nochmal ein Zeitpunkt dabei rausgegangen, habe rausgesoomt und habe mir den Markt dann gesamt angesehen. So, was habe ich gesehen? Wir haben prinzipiell eine starke Aufwärtsbewegung gehabt, haben dann eine Korrektur gehabt und waren dann in der Seitwärtsbewegung, die dazu neigt, immer relativ mit viel Volumen oder mit, ich sag mal, mit viel Elan nach oben zu docken. So. Also wir haben hier quasi ja, eine kleine Unterstützung, die wir mit der Zeit gebildet haben hier in dem Bereich. Und hier kam dann auch das Signal, dass wir haben quasi diesen Widerstand, diese Widerstandszone hier überbrochen in dem Bereich, haben dann die Korrektur gehabt. Und genau hier in dem Bereich, als die Korrektur kam, hat der Forex-Screener mir gesagt, ah, hier hast du die roten Kerzen in Folge. So, und als ich dieses Chartbild hier gesehen habe, mit allem, was ich gerade erwähnt habe, erst dann bin ich den Markt auch long gegangen. Wie gesagt, nicht blind. Es gibt auch einige andere Assets, wo es heute nicht funktioniert hat, aus diversen Gründen. Aber das ist so ein Beispiel-Trade, wie ich ihn umgesetzt habe. Von der Filtereinstellung war das relativ einfach, wie es aufgebaut war. Das heißt, ich zeige mir hier einfach keine grünen Kerzen an, sondern ich nehme den Filter, stelle das auf 5 rote Kerzen. So, das ist so die einfachste Variante, um anzufangen, generell zu filtern. Das Ganze kann ich noch ein bisschen optimieren, aber da kommen wir gleich auf die nächsten Beispiele noch zu. So, ich schaue mal, welche Trades wir hier noch haben. Das ist ein anderes Beispiel. Wir haben hier noch einen, ich suche das kurz raus. Gleicher Filter, Siemens Aktie war das heute. Und das war heute gegen, ja, am Vormittag bis kurz nach dem Mittag. Hier habe ich das Gleiche gehabt, aber hier habe ich anders reagiert. Wir haben hier auch wieder gefiltert. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben hier 10 rote Kerzen in Folge gehabt in der Siemens-Aktie. Das war hier in dem Bereich. Was habe ich dieses Mal gemacht? Ich habe nicht gegen gehandelt. Also ich habe nicht auf die Korrektur gesetzt. Ich bin nicht long gegangen, sondern ich bin short gegangen. Wieso bin ich short gegangen? Ich habe mir den gesamten Chart angesehen, habe geguckt, wir haben ja einfach eine kleine Range ausgebildet und der Markt läuft so ein bisschen wie im Bilderbuch immer schön an die Zonen ran, dockt ab, geht zur nächsten Ecke und läuft wieder dagegen. Von daher habe ich auch hier nicht darauf gesetzt, dass der Markt hier danach wieder steigt, sondern die Luft nach unten war noch groß, es war noch viel Platz. Und von daher habe ich hier anders reagiert und bin hier short gegangen. Das ist so das Beispiel dafür, wo ich halt sage, nicht blind einfach nur handeln danach, sondern immer sich noch den Chart angucken und überlegen, passt das wirklich, passt das so nicht. So, war jetzt kein großer Trade, natürlich mit etwas Gewinn geschlossen, aber das möchte ich eigentlich nur als Beispiel dafür zeigen, dass wir wirklich nicht nur blind danach handeln sollen. Gucken wir uns auch ein Negativbeispiel an. Gleiche Strategie, gleiche Settings, also gleiche Filtereinstellungen. Ich habe hier das ist der US-Dollar gegen HKD, das sind die Hongkong-Dollar. Hier links sehen wir das ganz gut. Wir haben schöne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grüne Kerzen gehabt nach oben. Hier habe ich auf die Korrektur gesetzt und das Ganze hat nicht geklappt. Stopp war relativ eng, hier oben sind wir rausgeflogen. Natürlich, ich will nichts vormachen, die Verluste gehören auch dazu. Dafür ist weder der Markt noch der Forex-Screener verantwortlich, sondern das sind wir als Trader im Endeffekt einfach nur verantwortlich. So, der Trade ist rausgeflogen. So sah es später aus. Ich habe bin den Trade nochmal eingegangen. Wir hatten ja hier unsere grünen Kerzen in Folge, die ziemlich stark waren, auch auf 30-Minuten-Basis. Danach ist der Markt ein bisschen gefallen, da haben wir die Position nochmal eröffnet, aber auch die ist mit einem Stopp rausgeflogen. Also wie gesagt, es ist, genau, ich will nichts vormachen, das ist einfach die Realität, auch das gehört dazu. Das alles sind Trades, die ja eigentlich nur mit einem Filter umgesetzt wurden, und zwar mit dem Filter X rote oder grüne Kerzen in Folge. Also relativ einfaches Screening. Also es geht noch viel, viel komplexer oder interessanter. Schauen wir ein anderes Beispiel an. Gehen wir mal weg von den grünen Kerzen oder roten Kerzen. Wir haben hier noch einen schönen Trade am US-Dollar gegen norwegische Kronen. Was haben wir hier für einen Filter gehabt? Ich habe hier gefiltert und zwar wollte ich die Assets sehen, wo der Kurs über dem 100er und 200er EMA sind. So, das sind jetzt hier Stundenkerzen. Das genau, sieht man nicht genau, aber das sind Stundenkerzen. Und ich habe dieses Asset hier gesehen. So, in dem Bereich, ich glaube, in dem Bereich habe ich das Chartbild gesehen.
Und ich habe das nur gehandelt, weil die Abweichung, das war auch ein Filter, weil die Abweichung zum EMA relativ groß war. Und ein weiterer Filter, weil die Abweichung zum letzten Hoch, der letzten x Kerzen, auch schon hoch war. Was bedeutet? Der Markt ist relativ heiß oder weit gelaufen, also er ist weit weg vom Durchschnitt. Und er befindet sich auch schon wieder in der Korrektur, weil der Markt ist relativ weit weg vom letzten Hoch. Das kann ich ja alles einstellen hier im Screener. Distanz zum High, Distanz zum Low, Distanz zum High der letzten 20 Kerzen oder zum Low der letzten 20 Kerzen. Das alles kann ich ja hier miteinander kombinieren. Und das ist auch eine Möglichkeit, um zu traden. So. Und ich denke mal, wir können, ich glaube, noch die nächsten 5 Tage über Möglichkeiten reden. Ich denke mal, das zeigt Ihnen ganz gut, was alles generell möglich ist in dem Bereich, wie wir das Ganze kombinieren können. Das ist wirklich das, was wir jetzt hier gemacht haben, oder so 2, 3 Filter miteinander kombinieren, das ist noch relativ überschaubar. Es muss natürlich nicht immer kompliziert sein. Also wir müssen jetzt hier keine Raketenwissenschaft starten und 19 von 20 Filtern nutzen. Das muss gar nicht sein. Wir können relativ einfach anfangen, indem wir beispielsweise sagen, ich möchte mit dem Trend handeln. Aber ich warte auf Korrekturen. Das kriege ich mit 3 Filtern hin. Ich sage, der Markt muss über dem 100er EMA sein. Der muss auch über dem 200er EMA sein. Aber jetzt sage ich ja, ich will ja Korrekturen handeln. Zwar mit dem Trend, aber kleine Korrekturen nutzen. Und dann sage ich einfach, aber der Kurs muss unter dem 20er EMA sein. Das heißt, der Makrotrend, der übergeordnete Trend quasi, der ist aufwärts. Das sage ich ja, indem die Kurse über dem 100er und 200er EMA sein müssen. Aber der mittelfristige oder der kurzfristige EMA, da muss der Kurs drunter sein. Und das sind die Assets, die ich dann als Beispiel habe. Ich kann natürlich auch sagen, die Korrektur muss noch größer sein. Dann nehme ich den 30er EMA. Dann habe ich auch eine kleinere Auswahl. Es geht relativ einfach. Das waren jetzt, den brauchen wir nicht zwingend, 3 Filter, um alle Assets zu sehen, die stark in eine Richtung sich bewegen oder die einen übergeordneten Trend haben und momentan aber in der Korrekturphase sind. Das heißt, würde ich diesen Filter rausnehmen, das ist quasi mein Korrekturfilter, den ich hier einbaue, indem ich ja sage, Kurse über dem langfristigen, aber unter dem kurzfristigen oder mittelfristigen. Und das kann ich auch wieder kombinieren. Ich kann dazu auch noch sagen, der RSI muss aber über einen gewissen Wert sein und ich will ja auch nur Devisen handeln. Das alles ist unendlich mit kombinierbar. Also hier gibt es wirklich keine Grenzen, was das Ganze angeht. Und ich denke mal, oder das Spannendste, was Sie wahrscheinlich erst dann merken, wenn Sie ihn auch wirklich aktiv nutzen, ob jetzt auf dem Live-Konto oder auf dem Demo-Konto, ist einfach, dass Sie ein ganz anderes Gespür für den Markt entwickeln. Sie lernen neue Assets kennen, Sie gucken sich die neuen Assets an und finden eigentlich relativ schnell wahrscheinlich Gefallen an den neuen Assets und kommen wahrscheinlich weg von ihren geliebten DAX-Trades oder Euro-Dollar-Trades, wo die halbe Welt schon drauf guckt. Gut, ich gucke nochmal in den Chat und schaue nochmal, was für Fragen da jetzt noch kommen. Da ist so einiges zu sehen. Bin ich der Einzige, der Fragen stellt? Nein, da sind auch noch ein paar andere zum Glück. Wie hoch ist die Einzahlung bei FX-Bit? Ja, die Frage gebe ich doch gerne an den Nelson weiter. Die Mindesteinzahlung ist 200 Euro, aber das war hier eine individuelle Frage. Deswegen ging das da etwas um was anderes. Aber grundsätzlich Mindesteinzahlung bei Eröffnung 200 Euro. Die anderen Fragen, du wirst sehen, da sind noch einige Fragen, aber die sind speziell auf den Teilnehmer jetzt. Okay, alles klar, gut. Kann man sich einen eigenen Indikator basteln, zum Beispiel mit geänderten Parametern für Support und Resistance? Nein, das geht momentan noch nicht. Das ist auch nicht für die nächsten Versionen momentan eingeplant. Momentan ist es so, dass man nur die Filter nutzen kann, die wir quasi vorgeben oder die standardmäßig mit eingebaut sind. Ja, schön einfach aufgebaut. Ja, vielen Dank dafür. Das ist uns sehr wichtig gewesen, dass wir hier keine Ausbildung benötigen oder uns keine Ausbildung kaufen müssen, um den zu verstehen, sondern Fokus liegt hier wirklich auf dass es relativ einfach ist und schnell zu verstehen ist. Könnt ihr einen Button in MetaTrader von FXBet einrichten, mit dem ich den Screener vom MetaTrader aus starten kann? In der Richtung ist was geplant, sogar noch mit ein paar mehr Funktionen. Wann es genau rauskommen wird, kann ich gerade nicht sagen, aber ich denke mal auf jeden Fall Q1. Ich denke eher so im Januar wird es da eine schöne Zusammenarbeit geben mit dem MetaTrader und dann
Dann haben wir einige weitere Positionen, die ganz interessant sind. Ab welcher Positionsgröße könnte ich denn den Screener nutzen? Ja, das liegt völlig in Ihrem Ermessen. Wir können natürlich mit dem kleinsten Volumen anfangen, wir können mit dem großen Volumen anfangen. Das ist völlig unabhängig davon, wie Sie den Screener nutzen. So, während des Webinars zur Beta-Version hatte ich mal einen Dark-Team-Mode angeregt. Können diese in der finalen Version übernommen werden? Ja, das steht auch auf der Version, genau. Das hatten Sie vorgeschlagen im letzten Webinar, dass es auch eine dunkle Version gibt. Das ist ja so. Da hat jeder so seine Vorlieben. Der eine mag die Ansicht hell, der andere mag die Ansicht dunkler. Das steht auch auf der Liste. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem nächsten Update kommt, aber auf jeden Fall genehmigt und wird auch mit einer der nächsten Versionen mit umgesetzt werden. So, nochmals Lob. Vielen Dank dazu. Kommt das genannte zukünftige Charting im Metatrader oder extern? Ich würde mal sagen, es wird miteinander verbunden. Das heißt, die Charts werden auch wieder getreu der ganzen Linie die Kurse von der FX-Welt behalten oder enthalten. Wir haben das Optische erinnert uns ganz stark an den MetaTrader und wir werden einfach ein wunderbares oder traumhaftes Zusammenspiel haben zwischen MetaTrader und NinjaTrader, dass wir nicht mehr viel klicken müssen und nicht die Charts noch neu öffnen müssen im MetaTrader, wenn wir traden möchten, sondern das geschieht quasi fast schon automatisch, aber dazu später mehr. Da noch nicht ganz klar ist, ob jede einzelne Funktion so umsetzbar ist. Wir sind natürlich immer bei den Funktionen ganz stark an den Grenzen des MetaTraders, was das Technische angeht, und wir versuchen immer noch einen Schritt weiter zu gehen. Von daher will ich da jetzt noch nicht so viel erzählen, um mir keine falschen Versprechen zu machen. So, was haben wir noch? Abstand im Prozent zum letzten Hoch, P2, kann man das einstellen. Abstand zum letzten Hoch generell kann man einstellen. Abstand zum letzten Pivotpunkt beispielsweise, das lässt sich nicht einstellen. So, ist die MACD-Divergenzerkennung möglich? Steht auch auf der Liste. Momentan noch nicht, aber steht auf der Liste für zukünftige Filter. Hab jetzt mein MetaTrader 5 Konto gefunden, weiß aber nicht mal mein Passwort, nur die Kontonummer vom MetaTrader 5. Ja, da auf jeden Fall an FXLab wenden, denke mal anrufen oder den Support anschreiben und dann gibt es auch das neue Passwort wieder zugeschickt. Funktioniert das auch mit dem MetaTrader 5? Momentan generell funktioniert das natürlich mit beiden, weil die Verbindung gar nicht aktiv da ist. Also Sie können den Forex-Screener nutzen und den MetaTrader 5 öffnen und da traden oder den MetaTrader 4 nutzen und da traden. Die erste Version von der eventuell Zusammenarbeit oder dem Zusammenspiel, die wird mit dem MetaTrader 4 kommen. Wenn die Version soweit reif ist und gut funktioniert, dann wird die natürlich auch für den MetaTrader 5 kommen. Also hier wollen wir keine Plattform bevorzugen. Langfristig spielt natürlich eh der MetaTrader 5 wahrscheinlich eher die größere Rolle, wenn wir ein paar Monate oder Jahre weiterdenken. Von daher bevorzugen wir hier weder 4 noch 5. Das wird dann immer für beides verfügbar sein. Die ersten Versionen wird es immer für MetaTrader 4 geben, weil da einfach momentan die Usergemeinschaft und die Anzahl der Konten und die Nutzung viel stärker ist. Aber trotzdem, David, sollte man hier erwähnen, das ist ja tatsächlich auch ein Riesenvorteil vom Forex Screener, dass das ja eigentlich plattformunabhängig ist, ne? Auch wenn natürlich das schöne Add-on dann dazukommt, was das Ganze Genau. vereinfacht. Aber hier ist man wirklich an keine Plattform gebunden. Genau, das ist eigentlich ein großer Vorteil. Das, was wir denn zusätzlich anbieten, das ist natürlich nochmal eine schöne Funktion, aber generell der Forex-Screener, der ist halt wirklich unabhängig von der Plattform, wo ich auch trade. Genauso, wenn Sie den Agena-Trader nutzen über FXBet und darüber traden, können Sie das auch machen. Der Forex-Screener, der funktioniert trotzdem natürlich, ja, weil Sie halt keine Verbindung herstellen müssen, nichts installieren müssen, keine Schnittstellen herstellen müssen und was installieren, konfigurieren müssen. Es ist wirklich sehr einfach gehalten, ohne sich erst eine Ausbildung zu kaufen, um das dann umzusetzen. Ist auch eine Anbindung an den Agena-Trader geplant? Nein, auf jeden Fall nicht. Die Anbindung, die wir jetzt an dem besprochenen Add-on haben, die wird es nur für den MetaTrader 4 und 5 geben. Der Agena-Trader, das ist auf jeden Fall nicht geplant. So, das externe Laufen lassen ist das Tollste. Ja, vielen Dank. Das finde ich auch, dass man es einfach ein bisschen getrennt hat. Wer zwei Bildschirme hat oder einen großen Bildschirm hat, der kann es natürlich schön nebeneinander laufen lassen, hat auf der einen Seite den MetaTrader oder den Agena-Trader, was auch immer er nutzt, und auf der anderen Seite den Forex-Screener.
Und das beißt sich nicht, das nutzen wir genauso nebeneinander, wie auch immer man es haben möchte, aber es ist einfach getrennt und ja, frisst sich nicht miteinander auf quasi. Mein Wunschfilter wäre noch der RSL. Nehme ich auf, kopiere ich mir, dann haben wir das auch. Gut, dann sind wir jetzt alle Fragen soweit durch. Wie gesagt, ich erkläre noch mal ganz kurz, wie Sie zum Screener kommen. Link wurde ja schon gepostet. Da kann ich wirklich nur sagen, nutzen Sie die Chance. Der Aufwand ist hier wirklich gering. Entweder machen Sie das über die Seite von Fixbit. Der Link ist ja schon gepostet, aber einfach auf die Seite oder auf den Banner hier oben gehen, dann hier unten kurz das Formular ausfüllen. Das sind wirklich nur ein paar Daten, um halt zu verifizieren, ob Sie wirklich ein Konto haben bei Fixwert, dann bekommen Sie die Zugangsdaten per E-Mail zugeschickt. Wie gesagt, dahinter sitzen noch Menschen, die das Ganze manuell überprüfen. Die Zugangsdaten, wenn nicht sofort kommen, kann auch mal einen Tag dauern, vielleicht auch mal 2 Tage, aber da sind wir eigentlich bemüht, das relativ schnell rauszuschicken. Aber wie gesagt, manuell, das geht nicht sofort raus. Ansonsten natürlich das Gleiche auch über unsere Seite. Sie können genauso auf forexscreener.de gehen und hier den Zugang erstellen. Sind die gleichen Daten, die wir benötigen. Im Hintergrund läuft der gleiche Prozess ab. Da geht das eine nicht schneller als das andere. Das nimmt sich nicht allzu viel. Gut, dann schaue ich nochmal in die Frageliste. Dann sind wir eigentlich durch. Ich bin mit den Themen auch durch. Und ich hoffe, dass ich Ihnen einen guten Einblick geben konnte in den MetaTrader, in den Forex-Screener. Das wird auf jeden Fall nicht das letzte Webinar sein, was wir gemeinsam gestalten hier zu dem Bereich. Wie gesagt, Updates sind geplant, die auch wirklich sehr, sehr schön werden. Das Ganze stammt immer von Tradern, wird für Tradern entwickelt. Also wir entwickeln hier nicht an ihren Bedürfnissen vorbei, sondern wir wissen eigentlich schon ganz gut, was man braucht da draußen, um ein paar Hilfsmittel an die Hand zu bekommen. Von daher nutzen Sie die Chance, schauen Sie sich den Forex-Screener an. Vielleicht ist es was für Sie, vielleicht auch nicht. Es kostet für Sie im ersten Moment nichts, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit zu beschäftigen. Wir haben ja tatsächlich auch schon den nächsten Termin auch schon angesetzt, und zwar im März, 25. März. Da wird es ja nochmal ein Forex-Screener-Webinar geben, mit dem Titel auch neue Filter und Funktionen. Und ich denke und hoffe natürlich, dass das Update bis dahin auch fertig ist und wir viele neue Funktionen auch bereits eingebaut haben. Also Sie können wirklich gespannt sein für 2019, was den Forex-Screener betrifft. Ja, ich glaube, da werde ich selber noch überrascht von David. Ja, klar. Und da weiß ich bestimmt auch noch nicht alles, aber Sie können sicher sein, dass da noch sehr viele Funktionen noch mit reinkommen. Und was David auch am Anfang schon gesagt haben, also wirklich, das ist jetzt nicht nur so gesagt, sondern Sie können immer Feedbacks abgeben, was Sie da gerne hätten. Und das ganze Event wird dann im Team vom Forest Screener dann diskutiert und tatsächlich wurden schon viele Sachen auch schon übernommen. Also trauen Sie sich ruhig, da die Feedbacks abzugeben und eventuell finden Sie dann Ihre Wunschfilter dann auch demnächst in dem nächsten Update. Genau, so sieht's aus. Also auf jeden Fall nicht davor scheuen oder zurückschrecken, uns das Feedback zu geben. Wir sind da wirklich sehr, sehr dankbar drüber und freuen uns. Und ich denke mal, es ist auch für Sie wahrscheinlich ganz schön, wenn Sie dann irgendwann Ihren Filter am Forex-Screener sehen und den auch nutzen können. So hat jeder was davon, so hat man selbst was davon. Genau, dann sind wir von meiner Seite aus auch schon ans Ende angekommen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen den Forex-Screener. Beschäftigen Sie sich damit und an dieser Stelle wünsche ich Ihnen auch schon noch einen schönen Abend und bevor wir es vergessen, schöne Weihnachtsfeiertage. Weihnachten steht schon vor der Tür. Der Forex-Screener geht natürlich trotzdem weiterhin, aber ich wünsche Ihnen alles Gute, genießen Sie das Fest und wir sehen und hören uns hoffentlich zeitnah wieder. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, David. Das wünsche ich dir natürlich auch, wobei wir uns ja sowieso nochmal sprechen. Aber der eine oder andere Teilnehmer hat es wahrscheinlich diese Woche schon mehrmals jetzt von mir gehört. Aber für alle anderen, die es noch nicht gehört haben, natürlich wunderschöne Feiertage. Genießen Sie die Zeit mit der Familie, auch mal außerhalb der Börse. Und kommen Sie gut auch ins neue Jahr, falls wir uns nicht mehr hören, lesen oder sehen. Und ich freue mich auf 2019, an der Stelle auch natürlich mit David zusammen. Neue Webinare, neue Projekte. Seien Sie gespannt und wünsche für diese Woche noch,
Gutes Gelingen, gute Trades noch. Passen Sie auf, gleich um 8 Uhr ist ja die FED-Entscheidung. Könnte nochmal spannend werden und schön volatil werden. Also wenn Sie nicht handeln müssen, dann vielleicht auch mal sich das Ganze nur anschauen. Und einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke auch, schönen Abend. Tschüss.